Leute, willkommen zu Neverwinter Online. Da sind wir wieder. Nach einer kleinen, langen, kleinen Pause mal wieder. Nehme ich euch wieder mit, dass es hier wieder weitergeht bei uns. Dass wir vorankommen. Wir sind jetzt Level 12. Wir hatten letztes Mal geguckt wegen Berufen. Und da habe ich doch mal offline halt mal so gespielt und mal eine Quest gefunden, die wir jetzt auch mal anfangen, dass wir einen Beruf machen können. Weil wäre nicht schlecht, dass wir auch mal reinschnuppern, wie das da ist und mit Berufen. Da haben wir jetzt mal eine Quest angenommen hier von unserem Feldwebel Nox hier. Und dann gehen wir einfach mal den Weg hier lang. Und schau mal. Ich habe jetzt halt an Halloween halt jetzt nicht Neverwinter gespielt. Da gab es bestimmt auch einige coole Sachen. Das war jetzt auch ein bisschen blöd. Aber naja. Es gibt noch nächstes Jahr. Wer weiß, was noch für andere Feste hier kommen in Neverwinter. Da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwie andere spezielle Sachen. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, ihr habt alle ordentlich Halloween gefeiert. Habt euren Spaß gehabt. Habt keinen Mist gemacht mit anderen Leuten, die zu sehr erschreckt. So. Und zwar müssen wir jetzt mal hier gucken. Questmäßig. Was haben wir? Tagebuch. Und zwar ein wahrer Experte lernt mehr über Berufe. So, jetzt gehen wir mal dorthin. Questoption. Ne, die wollen wir ja nicht aufgeben. So, Questfahrt anzeigen haben wir schon. Dann müsste es eigentlich der hier sein, ne? Truhe zu bla 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 bringen. Wer ist das jetzt von dem hier? Ist das der hier oder was? Bin mir da gar nicht so sicher. Ne, das war es auch nicht. Das auch nicht. Okay. Er zeigt uns zwar hier irgendwas an, dass wir da hin müssen, aber irgendwie klappt das auch nicht so ganz. Habe ich so die Befürchtung gerade. Oder hier irgendwie die Truhe. Ist es nicht dem, mit dem wir sprechen müssen oder was? Truhe zu bababam bing. Wat Emtari Printal bringen. Ah ja, und wer ist das von den beiden hier? Der ist es auf jeden Fall nicht. Das ist Miles Promme oder wie der heißt. Ah ja, gut. Also irgendwie ist es dann hier wieder doof. Wo ist denn der? Wo muss denn zu dem jetzt hingehen? Er zeigt mir den Pfad dort vorne an. Also muss es ja irgendwo da sein. Ach, das ist doch schon wieder. Sehr kurios. Er zeigt mir noch den Weg hier an. Warum kann ich ihn da nicht hin? Oder muss ich hier irgendwas anderes machen? Ich weiß es gerade nicht. Schauen wir mal hier. Inventar. Haben wir auch eine Truhe irgendwie? Ich dachte, wir haben eine Truhe bekommen. Sagt er doch hier irgendwie. Was, keine Ahnung, was haben wir hier so? Gebunden. 15 Teilen Bonus auf eingehende Heilung. Halbmondinsignie, Tapferkeit. Ah, das ist ja nicht das, was wir brauchen. Oh Mann, das geht ja schon wieder gut los hier. Ach, dann machen wir einfach jetzt mal eine andere Quest. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es dann danach hin. Tut mir echt leid. So, trefft euch mit General Bajaj hier. Sammelt beschädigte Splitter. Nehmen wir mal die hier. Machen wir mal ausblenden. So. Immer anzeigen. So, das zeigt uns den Weg wo an? Gar keinen Weg. Aber da oben ist ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Der zeigt uns die komischen Linien an, wo wir gar nicht hin müssen. General Barasch. Da, die Drachengeborene abgeschlossen. Machen wir die Quest abschließen. Das war schon wieder, oder was? Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. Tagebuch. Ein wahrer Experte. Was haben wir hier? Ja. Jetzt zeigen sie natürlich jetzt wieder nichts an. Also irgendwie ist das hier ein bisschen konfus gerade wieder für mich. Weil er mir Sachen anzeigt, wo wir überhaupt nicht hin müssen.
Sehr komisch. Zeigt mir nichts mehr an hier irgendwie. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Nee, ein Pferd will ich nicht haben. Mach mal so. So. Hier Götterdämmerung. Vergangenheit sammeln. Götterdämmerung ist da vorne. Ah, jetzt hier. Ein wahrer Experte. Das ist da hinten. Jetzt, jetzt haben wir es raus, okay. Denn so, dann hoppeln wir da mal hin mit unserem Pferd und schauen uns mal den ganzen Spaß an. So, gucken, was da so an Berufen kommt. Bin ich ja mal gespannt jetzt, ne? Ob wir da irgendwie eine Auswahl haben. Wäre ganz cool, wenn wir so Zweiern-Kämpfer sind wir ja mit Zweiern-Schwerten. Um Rüstung, jetzt habe ich gerade einen Heal bekommen von irgendwem hier, auch cool. Irgendwie Rüstung herstellen oder irgendwas. Was ist der jetzt hier schon? Scheinbar schon. Kurz mal weggehen ein bisschen. Müsste der sein hier, ne? Ist er das hier? Also ja, stimmt. Benötigt ihr etwas? So, ein wahrer Experte abgeschlossen. Jetzt abschließen. Dankeschön. Jetzt haben wir Gegenstände halten. Laden. Holzkohle, Ressourcen. Gut, und trotzdem habe ich auch keine Ahnung, wie es funktioniert mit Berufen. Verdammt. Was haben wir hier? Ein Händler. Oder was? Auch hier kriegen wir wieder Heiltränke. Diebstahlpakete. Was haben wir hier? Hände für Schlachten. Okay, brauchen wir auch nicht. Dann gucken wir mal. Questmäßig ist es auch nicht wirklich hier. Oder? Vergangenheit sammeln. Und die Quest ist ja gleich hier bei uns in der Nähe. Dann machen wir da. Das war jetzt nicht wirklich so questmäßig. Das war bloß im Abgeben irgendwas hier schon wieder. Verwerter. Brauchen wir auch nicht. Gut. Das müssen wir. Ich hoffe mal, jetzt geht es hier langsam los. Zum Reisen. Zum Turmviertel, oder? Ja, das zeigt er mir zumindest an. Dann gehen wir mal zum Turmviertel. Zum Turmviertel reisen. Ja, wenn man einmal draußen ist und aufgefallen, dann kommt man echt schwer rein wieder. Das ist echt nicht gut. So. Ach, hier waren wir schon öfters, glaube ich, so wie das aussieht. Hier haben wir auch noch ohne eine Quest. Hier können wir eigentlich. Hier waren wir doch schon mal. Der spawnt jetzt hier hin, jetzt müssen wir. Das ist auch wieder voll falsch. Das hat doch schon wieder uns totalen Mist gegeben hier. So. Jetzt müssen wir da wieder hin, oder was? Dann laufen wir wieder raus. Ist auch Quatsch. Vergangenheit sammeln. Will ich ja machen. Nichts anderes. Was heißen die grünen Punkte hier? Also irgendwie. Ach, so kann man das mit der Karte machen. Ah ja, okay. Aber irgendwie ist es nicht das, was ich machen wollte jetzt gerade. Ziel Protectors Enclave. Wir wollten ja Vergangenheit sammeln. Hinterreich. Turmviertel. Doch wieder dorthin, oder was? Es ist gerade ein bisschen konfus. Das tut mir jetzt echt leid, dass ihr so mit ansehen müsst, wie ich hier rumirre. Aber naja, nobody's perfect halt, ne? Würde ich mal sagen. Passiert halt mal. Das ist meistens immer dann, wenn man meint, das kann man da durchrutschen fix, dass es schnell geht. Dann passiert meistens gar nichts. Oder es geht alles schief. Sind auch schon wieder ganz woanders hier, ne?
Das machen wir so noch mal und schauen einfach mal. Zielort ist doch da. Von da kommen wir ja gerade. Zielort Turmviertel. Da waren wir ja gerade. Wo es irgendwie passiert da nichts. Dann machen wir doch einfach mal das da. Gehen mal dahin. So, dann hoppen wir so ein Pferd mal dahin. Ach, das ist schon ein bisschen konfus hier irgendwie alles mit den Quests irgendwie, finde ich jetzt. Vielleicht könnt ihr mir sagen, schreibt mal in den Kommis, wie das hier abläuft so mit den Quests. Weil irgendwie stelle ich mich, glaube ich, ein bisschen blöd damit an. So, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich mit der da sprechen oder was? Nee, auch nicht. Habe ich doch gemacht, Goethe. Ich spreche doch gerade mit der hier. Ach so, weiter. Ah ja. Okay. Verwendet eure Anrufsfähigkeit, mit denen ihr auf L1. Jetzt? Aha. Anrufsegen. Das Ritual wurde abgeschlossen. Tempus hat eure Hingabe erkannt. Aha. Nächster Segen in 15 Minuten. Ach, das ist ein Segen. Bekommen wir auch mal so. Aha. Nicht schlecht. Folge Münze. Okay. 15 Minuten einen Segen erhalten. Gut. Dann haben wir jetzt noch. Ich würde mal gerne irgendwie so Questen wieder hier irgendwie. Jetzt muss ich mal gucken. Gehen wir mal dahin. Im Anzeigen. So. Zeigt er mir die Quest wieder ganz woanders an, so wie es aussieht. Machen wir so wieder. Quest verfügbar. Feldwebel Nox. Gehen wir mal dahin. So. Was haltet ihr eigentlich so von dem Spiel, so Neverwinter Online, so halt jetzt für die PlayStation 4? Spielt ihr noch so aktiv eigentlich drauf oder überhaupt nicht mehr? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommis. Vielleicht können wir mal zusammen zocken. Dass wir mal so eine kleine Gruppe starten hier und mal zusammen irgendwie spielen. Über Party laufen lassen. Können wir uns gegenseitig helfen. Wäre eigentlich ganz cool. Dass wir vielleicht auch mal was hinkriegen irgendwie. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt es mir mal in die Kommis, wenn ihr Lust habt. Mit mir zusammen zu spielen. Schreibt es in den Kommentaren, schreibt euren PSN-Namen rein, ich add euch denn. Und dann gucken wir, vielleicht kriegen wir mal was gebacken hier zusammen. Beschädigte Splitter der sehr cool sammeln. Das müssen wir jetzt sammeln, okay, aber wir nehmen jetzt mal den hier an. Einen Tag als Wächter, nehmen wir auch mal an. Oh, gut, den können wir auch schon wieder abgeben, die Quest, so wie es aussieht. Und der sabbelt immer noch und er sabbelt immer noch. Ein Tag hat es recht abgeschlossen. Zerstörte Barrikaden annehmen. So. Und jetzt dürfen wir hier lang laufen. Ach, wie er bei den Orks so gut aussieht. Sieht fast so aus, als wenn es die Orks wären da vorne wieder. Ja, dann gibt es jetzt endlich mal ein bisschen Action hier. Aber hallo, ey. Na gut, wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Level her, glaube ich. Ja. Level 12. Aha. Drei Barrikaden. Ah, ja. Ja, sehr cool. So. Mal gucken. Dass wir hier mal hinlaufen zu denen hier. Das wäre eine Barrikade, sehe ich. Das ist optimal. Ach, er wieder hier. Und die stecken auch noch ganz schön einige Hosen, ey. Nein, nicht mit mir, Rosa. Kannst du knicken. Such dir einen anderen Deppen, ey. Die teilen noch ganz schön aus, ey. Meine Herren. So, was haben wir hier Schönes?
Nehmen wir mit. Was ist das hier? Achso. Wir müssen mal umgucken. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Sachen, die wir auch dafür brauchen. Für die andere Quest irgendwie. So, das haben wir nämlich 2 von 3. So, wir brauchen Seerkugeln. Beschädigte Splitter der Seerkugel sammeln. Gucken wir mal. Ah, hier noch ein bisschen. Zack. So, auch noch aufsammeln. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das da? Gewölbekunde verwenden. Ah ja, okay. Oha, wer bist denn du da drin? Ah ja. Oha. Oha. Das gab jetzt mal Lauf halt. Oh, der Große, mit dem ist jetzt so Spaß, glaube ich, hier gerade, ey. Oh, nicht wirklich, sehe ich gerade mal. Der macht hier richtig Ramazamba, ey. Boah, krass. Das kann ich hier auch nichts machen gerade. Ach. Meine Herren, ey. Wow. Boah, wenn der zuhaut, ey, dann wächst kein Gras mehr. Aber der ist ja schon fast ein Endboss hier, der Typ, ey. So, jetzt fall aber um hin. Also der aushält, ey. Meine Herren. Hier war doch gerade was. Da. Ha. Haben wir die auch schon. Optimal. So, wieder ein bisschen Geld eingesammelt. Können wir das hier nochmal aufmachen? So, dann können wir mal reinlaufen. Vielleicht ist da drin irgendwas, was wir brauchen könnten. Gucken wir doch mal ganz entspannt. Hier drin ist nichts. Ist da drin irgendwas? Hier noch? Ach, eine Schatztruhe. Na, die lassen wir uns nicht nehmen. Lokale Karte. Silber, Heiltrank und gewandte Beinschienen. Nichts für uns, aber egal, können wir verkaufen. Alles aufnehmen. Zack. Ich hoffe, wir kommen wieder raus jetzt. Ah ja. So. Da vorne ist noch irgendwo eine Quest. Hier steht doch jemand irgendwo, oder? Klimaplatz. Ach, hier so. Wer ist denn das da? Gerald. Oder Gerard. Feuerkäfer. Annehmen. 6 Feuerkäfer. Oha. Nur Rüsselkäfer haben wir bekommen. Ah, ich gehe jetzt mal weg hier, weil der macht nämlich ganz schön Ramazamba, der Typ schon wieder. Ach, die liegen ja bloß einfach rum, diese Seerkugeln. Ach, die muss ich bloß töten von diesen Orks. Ja, okay, super. Vier haben wir schon. Das heißt, einfach ein paar Orks klatschen, dann kriegen wir die auch. Und den Rüsselkäfer haben wir auch schon mal. 1 von 6. Da vorne liegt noch was. Nehmen wir den hier mal. Aufsammeln. So, da liegt noch was. Und auch mit. Da sind schon wieder Hunde. Den Hunden will ich, wenn es geht, aus dem Weg gehen. Hier war doch gerade irgendwas, oder? Nein. Dann machen wir hier mal Ramazamba. Also gleich mal 2 von denen, auch gut. So. Oh, hier kommen, fall um, Junge. Nix ist. Schlag einen anderen, aber nicht mich. So. Jetzt hier hoch. Da. Ein bisschen runter, weil sonst kommen die gleich. Ich werde den Käfer hier aufsammeln. 4 von 40. Okay, das ist halt echt eine lange Quest. Oha, wo kommt der her?
Ach, noch einer. Oh, der macht hier gerade wieder seinen Wirbel da. Das können wir aber auch. So, rumwuseln. Zack, noch ein Käfer. Oder so ein Russ. Nee. Sehr cool war das. Das Geld auf jetzt hier und hier diesen Rüssel will ich haben da. 5 von 6. So, hier. Ah, 6 von 6. Und Quest fertig. So, jetzt mal hier runter. Hier, komm her, hier. Rosa. Wieder 2 von denen. Läuft ja richtig. Ich glaube, ich steppe gleich, ey. Wäre natürlich nicht so cool. Ich komme mit der ganzen Spezialfertigkeit noch nicht wirklich zurecht irgendwie. Überhaupt nicht. Okay, jetzt haben wir schon mal 7 von 40. Das ist auch noch nicht wirklich viel, aber naja. Wir sammeln ständig diese komischen Dinge ein, die wir nicht benutzen können. Das ist auch ein bisschen blöd. Naja. So, hier die 2 hier, die 4. So, so wegmeschen hier. Da passiert nichts. Ach, die lassen das auch fallen. Das ist super. Das ist ja optimal. Oh, schon 9 von 40. So, wo ist er jetzt mit der Quest hier? Ja, komm her hier. Hallo. Heiß im Großen und Ganzen einfach so ein paar Orks niedermetzeln. Dass wir hier die komischen Splitter bekommen. Aber hier lässt es auch nicht fallen, aber ein Heiltrank ist immer gut. So, gehen wir mal hier weiter. Jetzt klatschen wir mal jeden Ork um, der unsere Fähre kommt. Wenn noch jemand hier antanzt. Ach, nehmen wir die hier. Oh, hier ist ein Magier oder sowas. Oh, der hat mich schon weggeballert. Jetzt brauche ich auch mit Heiltränke gehen langsam mehr. Ups, der hat uns jetzt aber hier ganz schön zum Boden gerissen. Aber kein Problem, wir halten Stand. So, war ein bisschen Geld. Oh, den hier mal gleich wegballern. Zack, den auch. Weg mit dem. Das Aufsammeln. Schwert können wir leider noch nicht gebrauchen. Ist das irgendwo richtig noch? Ne, laufen voll falsch. Jetzt laufen wir richtig. So, oh, hier muss ich gleich 2 Quests abgeben sogar. Und eine neue. Ist ja optimal. So. Hier gleich mal reinlaufen, kurz mal heilen. In die alte Bude. Heil dich doch mal. Warum heilt er nicht jetzt? So. Hier mal mit der die Quest abgeben. Wie geht es euch, Freund? Projektiv abgeschlossen. Zack. Sie sind nur schwer zu finden. So, noch eine Quest abgeben. Dann haben wir schon wieder Level 13. Das heißt schon. Dann haben wir Level 13. Sie muss lernen, selber mit schwierigen Situationen umzugehen. So, Hauptmann. Zerstörte Barrikaden. Abgeschossen und 13. Hier haben wir gleich hier 2 Stück. Ja, wunderbar. Einschließung annehmen. Schwert zurückzahlen. Annehmen. Was haben wir hier? Jagd der Relikten. Nehmen wir auch einfach mal an. Schadet nichts. Immer her mit den Quests. Weil, dann geht es nämlich ratzefatze. Und da wir jetzt ein Level haben, können wir gleich mal wieder unsere Kräfte und Talente wieder erhöhen. Hier haben wir jetzt überall den normalen. Wir machen jetzt einfach mal den Standardschlag, glaube ich, ne? Sicherer Schlag machen wir auf 3-mal. Können wir gar nicht machen. Okay. Wie viel brauchen wir dafür? Rang 3, 20 Punkte. Haben wir noch gar nicht, oder? Nicht dann raus. Können wir hier was machen?
ja, Genesungsschlag. Okay. So. Allgemein haben wir das. Dann Talente. Da gehen wir mal wieder ein. 2 von 5 heroisch. Dann machen wir mal, wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? Einen verfügbar. Anstifter, Wächter, ja, das ist immer eine Frage, das sehe ich immer noch nicht durch, wirklich. Die Frage ist, das jetzt zu dem hier gedacht? Das verstehe ich nämlich auch nicht wirklich. Abhärtung. Ja, Abhärtung wird ja, glaube ich, so tankmäßig sein, glaube ich, oder? Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir mal in die Kommis schreiben, was das hier mit den Talenten auf sich hat, wie das hier abläuft, weil das ist für mich noch alles so wirklich rätselhaft, wie das abläuft. Vorhin, was man da skillen muss, das weiß ich jetzt auch nicht. Hier steht zum Beispiel, eure maximalen Trefferpunkte werden um 3, 6, 9% erhöht. Trefferwertung. Ja, das ist Abhärtung, keine Ahnung. Der Bonusschaden, den ihr durch eure Attributwerte stärkt, erhaltet, wird um 2, 4, 6% erhöht. Hier haben wir den unaufhaltsamer Seid, der Schaden, Schaden und Trefferpunkte. Ich würde ja fast hier sagen, ne? Ach, hier hat sich jetzt. Ah, schneller Läufe. Endloser Angriff, Spezialisierung auf Rüstung. Die Wirksamkeit eurer Rüstungsklasse und Verteidigung wird. Ja, das ist, glaube ich, wirklich Tank hier unten. Rüstungsklasse. Wenn ich mir das Schild da unten angucke, wird bestimmt Tank sein. Endloser Angriff. Beim Sprinten wird eure Ausdauer, okay. Eure Bewegungskräfte für Begegnungskräfte, okay. Na gut. Nein, Änderung zuweisen. Jawohl. So, haben wir das auch. Was haben wir noch jetzt? Inventar. Genau. Gucken wir, wir sind Level 13. Jetzt können wir auch den Ring hier nehmen, glaube ich. Der ist auch ganz gut. Ausrüsten. Ach, haben wir noch gar keinen. Wenn ihr durch unseren Ring ausrüstet, könnt ihr den Gegenstand wieder tauschen, noch verkaufen. Ihr könnt ihn ablegen und entsorgen. Okay. Nimm wahr. Wenn ihr dieses Symbol verwendet, wird eure 15 Minuten lang der Segen eures Gottes gewährt. Aha. Nehmen wir den mal, oder was? Nehmen wir mal. Den, ach, können wir gar nicht machen. Aha. Okay. Wie sieht's denn aus mit... Das da haben wir auch noch keinen. Aber können wir trotzdem ausrüsten. Hier, die können wir, glaube ich, verkaufen. Ist hier irgendwo ein Händler? Der hier. Aber hier kann man verkaufen. Optimal. Ne, optimal nicht. Wie waren das jetzt? R1. Jetzt. Was haben wir hier? Das ist taktischer Magier. Können wir auch verkaufen. Das kann da auch weg. Das kann auch weg. Ja, das können wir auch mal wegmachen. Brauchen wir auch nicht. Den heben wir uns mal da auf. Das können wir überhaupt nicht nehmen. Das ist gebunden. Das ist natürlich blöd. Und die können wir gleich mit hier so gucken. Weg. Beschützender Kämpfer können wir auch wegmachen. Das können wir auch wegmachen. So. Und jetzt habe ich gerade was gesehen, was wir noch machen können. Und zwar das da. Mit dem hier. Und das da mal. Was haben wir hier? Vitaler Gürtel. Aha. Maximale Trefferpunkte. Ja, würde ich sagen, fast, dass wir den dann nehmen. Weil Trefferpunkte ist, glaube ich, besser als Robustheit. Robustheit ist ja fast eigentlich für einen Tank eigentlich. Was kann man mit dem hier machen? Untersuchen. Auch